Was also sind diese Streifen, die unseren Himmel dreckig machen? Die sogenannten Chemtrails sind ein künstliches Phänomen. Sie werden von kommerziellen und militärischen Flugzeugen versprüht. Was sind also diese Streifen, die unseren Himmel dreckig machen? Die sogenannten Chemtrails sind ein künstliches Phänomen. Sie werden versprüht von kommerziellen und militärischen Flugzeugen. Sie beinhalten viele Schadstoffe, hauptsächlich chemische Elemente, Additive, welche im Treibstoff der neuen Flugzeuggeneration genutzt werden, wie Barium, Aluminium, Mangan. Chemische Analysen, die in verschiedenen Ländern durchgeführt wurden, haben das Vorhandensein von weiteren Elementen und Komponenten bestätigt. Thorium, radioaktives Cäsium, Kupfer, Titan, Cadmium, Gallium, Silizium, Lithium, Kobalt, Blei, Nickel, Eisen und Ethylendipromid. Laut der EPA, der Umweltschutzagentur der Vereinigten Staaten, ist das ein als gesundheitsschädlich eingestuftes Insektizid. Pathogene wurden ebenfalls gefunden, Pilze, Bakterien und Viren. Wenn man das Auftreten dieser falschen Kondensstreifen auf die Verbrennung von Kraftstoffen und speziellen Additiven wie Stathis 450, Aluminiumtrimethyl oder den Spezialtreibstoff Oreis zurückführen möchte, bleibt das Problem der herabfallenden Fäden, die wie fliegende Spinnweben aussehen. Woraus bestehen nun diese Fäden, die von vorbeifliegenden Flugzeugen produziert werden? Diese Produkte, diese Elemente, die von zivilen und militärischen Flugzeugen verbreitet werden, egal ob sie durch Verbrennen entstehen oder nicht, sinken recht schnell zu Boden. Sie konnten klar als Polymere identifiziert werden, sich zu Fäden verkettend, die durch Polymerisation hinter den Triebwerken ausgestoßen werden. Von einem zertifizierten französischen Labor durchgeführte Studien haben gezeigt, dass es sehr wohl eine enge Beziehung zwischen dem Flugkraftstoff und dem Fallout von Polymerfäden gibt. Und das eben im Gegensatz zu Lügenmärchen, die anderes behaupten, oder wie das SICEP mit diesem Thema umgeht. Das SICEP, der italienische Ausschuss für die Untersuchung paranormaler Phänomene, ist weiß Gott keine Autorität für dieses Thema. Es geht hier nicht um fliegende Spinnweben, sondern um den Fallout von Polymeren, die auch beim Altern von Treibstoffen entstehen können. Wie wohl bekannt ist, sind alle Benzinarten insbesondere bei der Lagerung Gegenstand von Zersetzungsphänomenen, die zur Ausbildung gummiartiger, polymerer Substanzen führen, die klebrige Ablagerung produzieren. Diesen Substanzen ist bekannt, dass sie zusätzlich zu der nachteiligen Wirkung auf die Verbrennungsleistung des Benzins selbst ernste Verstopfungs- und Verklebungsprobleme an den Filtern, den Ventilen und den Transferpumpen bewirken. Wenn wir auf die Referenzseiten der verschiedenen Hersteller von Flugtreibstoffen gehen, finden wir einige dieser Elemente, ihre Namen und Inserate für solche Additive wieder. Mindestens 10 davon haben wir gefunden und unter diesen sind auch polymerisationshemmende Zusatzstoffe. Im Jahre 2012 wurden die Fasern von einem verifizierten französischen Labor untersucht. Die Untersuchungen sind abgeschlossen und die Ergebnisse werden in diesem Analysebericht beschrieben. Diese Fasern, die durch Flugzeuge verteilt werden, sind komplexe polymere Organismen auf Basis synthetischer Chemikalien, wie durch diese Analyse bewiesen. Entstehend bei zahlreichen Produkten durch ihre thermische Zersetzung unter ihnen verschiedene Moleküle, die gewöhnlich in Kraftstoffen zu finden sind. Die 4 Proben, die untersucht wurden, enthalten verschiedene aromatische Verbindungen, giftige synthetische Produkte. 3 von ihnen enthalten DEHP, ein gefürchtetes Phthalat, welches das Hormonsystem beeinflusst. Alle organischen Moleküle, insbesondere die heterozyklischen Verbindungen, welche in den Proben der Fasern gefunden wurden, sind eine echte Bedrohung für die öffentliche Gesundheit und eine Umweltbelastung. In den letzten Jahren brachten die Flugzeuge neuartige chemische Verbindungen aus. Oft wurden Substanzen benutzt, die nur wenige Sekunden sichtbar sind und sich wie gespenstische Kondensstreifen verhalten. Persistente Kondensstreifen werden zurzeit seltener verwendet. Die versprühten Substanzen können immer häufiger mit Kondensstreifen verwechselt werden, aber sie sind keine. Woran kann man erkennen, dass dies hier nicht normal ist? Es ist sehr einfach. Bei klarem Himmel scheint ständig da oben Watte zu fliegen, auch wenn sie versuchen, dieser eine hellblaue Farbe zu geben.
Ein sehr wichtiges Merkmal ist auch, dass die Fernsicht stark reduziert ist. Schon bei einem Abstand von nur wenigen 100 Metern und besonders um die Sonne gibt es einen dichten Nebel. Dies ist der chemische Nebel, der nach unten fällt. Außerdem gibt es nicht persistente Streifen, die Kondensstreifen sein sollen, aber auf derselben Höhe wie Cumuluswolken entstehen. Natürlich, es dreht sich alles um solares Geoengineering. Wir sollen glauben, der extreme Einsatz von Chemikalien sei notwendig, um den Planeten zu kühlen, obwohl es keinerlei stichhaltige Beweise dafür gibt, dass der Planet tatsächlich wärmer wird. Und man kann diese Chemtrails erstaunlicherweise auch nachts sehen. In der Nacht, egal ob der Himmel klar oder bewölkt ist, wird damit eine Wärmeabstrahlung in den Weltraum verhindert. Das ständige Hin und Her von Flugzeugen am Himmel kann als eine Aktivität erklärt werden, bei der die Verantwortlichen unterschiedliche Interessen verfolgen, sowohl militärisch als auch zivil. Ein Hauptgrund ist, die Atmosphäre so zu verändern, dass sich die Voraussetzungen für Funkkommunikationen verbessern, für die Empfangsqualität von Satelliten, des Radars, des GPS, des Wi-Fi, von Relaisantennen. Radarsignale werden durch Sauerstoff und Wasserdampf in der Atmosphäre abgeschwächt. Diese Dämpfung wird insbesondere bei Frequenzen größer als 10 GHz signifikant. Wenn in der Atmosphäre viel Wasser und viel Feuchtigkeit vorhanden sind, wirkt sich das auf die Übertragung im KA-Band äußerst negativ in Form von verminderten Signalen aus, als sogenannte Streuung bekannt. Die Streuung ist eine Art Echo des Signals, welche die korrekte Übertragung von Funksignalen im KA-Band, also im Mikrowellenbereich, beeinträchtigt. Für diesen Anwendungsbereich soll offensichtlich die Entstehung und Entwicklung von Wolken behindert oder verhindert werden. Wolken, die normalerweise durch die Luftfeuchtigkeit entstehen würden und sich dann zu Cumulus Nimbus Nimbus weiterentwickeln, würden dann die Funkwellen stören. Doch damit wird das Klima beeinflusst, obwohl das durch weltweit unterzeichnete Verträge verboten ist. In der Tat ist das nur die Spitze des Eisbergs. In Wirklichkeit ist das, was hier geschieht, kein Krieg, der zum Ziel hat, das Klima zu verändern, sondern ein Krieg, bei dem die kollateralen Nebeneffekte durchaus akzeptabel sind. Akzeptabel für diejenigen, die Interesse an solchen Operationen haben. Diese Techniken sind für fast alle Arten der MTS-Kommunikation von Belang, wie Satellitenradar und GPS-Nutzung, sowohl zivil als auch militärisch. Diese elektronischen Geräte funktionieren nicht zufriedenstellend, wenn es Wolken, Regen, Schnee oder Nebel gibt. Niederschläge wie Regen, Schnee oder Nebel können diese Radarsignale signifikant beeinträchtigen und zum sogenannten Hintergrundrauschen beitragen. Allgemein kann man sagen, je höher die Frequenz des Radars ist, desto größer ist die Dämpfung. Im Falle von leichtem Regen oder Nebel ist von einer Dämpfung von etwa 0,1 Dezibel je Kilometer für ein 10 GHz Radarsignal auszugehen. Die Konsequenz ist, dass das Signal sich auf einer Strecke von 100 Kilometern bei mäßigem Regen oder dichtem Nebel schon um 10 Dezibel reduziert. Wir wissen, diese Techniken, um Niederschläge zu machen, sind nur das gewisse Feigenblatt, um das illegale Geoengineering zu vertuschen. Sogenanntes Cloud Seeding wird benutzt, um relativ weiträumig Regenfälle zu erzeugen. Das begann in den 1970er Jahren, vor allem in den Vereinigten Staaten, Israel und Italien. Diese Art der künstlichen Wolkenbildung wird noch heute praktiziert, allerdings nur noch vereinzelt. Das war aber nur der Auftakt zu weiteren Eingriffen ins Wetter, mit sehr unterschiedlichen Zielen oder vielmehr komplett abweichenden Zielen. Das Regenmachen diente nur als trojanisches Pferd, um missbräuchliche hygroskopische Eingriffe in die Atmosphäre einzuführen. Das Wort hygroskopisch kommt aus dem Griechischen und bedeutet wörtlich das, was Feuchtigkeit einfängt. Hygroskopische Streifen basieren auf Desiccatoren wie Kieselgel, Aluminiumtrimethyl, Lithium, Calciumcarbonat, Bariumverbindungen etc., die in der Atmosphäre mit dem vorhandenen Wasser reagieren. Durch chemische Reaktionen brechen sie die molekularen Bindungen zwischen Wasserstoff und Sauerstoff auf, senken oftmals erheblich die Luftfeuchtigkeit herab und beugen einer unerwünschten Wolkenbildung vor.
Als Resultat dieser chemischen Reaktionen entstehen auch andere schädliche Verbindungen. Feuchtigkeit und Wolken, hauptsächlich Cumuluswolken, sind regelrechte Regentanks, die in geringer Höhe unterwegs sind. Sie sind die Feinde aller Satelliten und Radarsysteme, die in einem bestimmten Frequenzbereich arbeiten. Natürliche Wolken können elektromagnetische Signale stören. Dieses Phänomen wird als Streuung bezeichnet. Das Militär hat das Problem gelöst, indem eine natürliche Wolkenentwicklung verhindert wird. Ganze Schwadrone von Zivil- und Militärflugzeugen blockieren oder schwächen diese natürlichen Störungen durch die Ausbringung giftiger und gefährlicher Verbindungen. In der Regel fliegen diese Flugzeuge in niedrigen oder sogar sehr niedrigen Wolkenebenen während dieser Operationen, damit die Aufwinde die chemischen Verbindungen in Richtung der natürlichen Wolken tragen können, welche dadurch aufgelöst und durch eine graue, diffuse Schmierschicht ersetzt werden. Hygroskopische Streifen, langanhaltend oder nicht, tragen zum Treibhauseffekt bei, da sie eine Falle darstellen für Infrarotstrahlung zusammen mit der thermischen Energie aus dem Boden. Mit dem Sprühen und Ausbreiten dieser Streifen verschleiern sie das Sonnenlicht. Sie beeinträchtigen damit die Photosynthese und beeinflussen die biologischen Prozesse allen Lebens. Diese Streifen machen den Himmel gestreift und undurchsichtig, führen zu Trockenheit oder verursachen zerstörerische Wirbelstürme, wenn sich die Energien einer gestörten Wetterfront auf begrenztem Raum entladen. Manche elektromagnetischen Frequenzen brechen die Verbindungen zwischen Sauerstoff und Wasserstoff im Wassermolekül auf. Solche Funkübertragungen können dann verwendet werden, um die Luftfeuchtigkeit ohne Verwendung chemischer Trockner zu reduzieren. Leider wird das Potenzial von drahtlosen Kommunikationssystemen in vielen Konflikten auf der ganzen Welt verwendet, in denen viel Blut vergossen wird. Sie gehen Hand in Hand mit der Zerstörung der Umwelt und der Zunahme von schweren lebensbedrohlichen Krankheiten in der Bevölkerung. Leben und Gesundheit werden auf dem Altar der wirtschaftlichen und strategischen Interessen geopfert. Um das Klima zu manipulieren, können zwei Arten von Stoffen verwendet werden. Auf der einen Seite gibt es die hygroskopischen Substanzen, die die Luftfeuchtigkeit aufnehmen, so als ob sie die Wolken von innen heraus austrocknen. Und auf der anderen Seite Dispersionsstoffe, die Kondensation anregen. Also künstliche Wolkenbildung ist ebenfalls möglich. Kondensation in großen Höhen ist leichter machbar, wenn es dort Verunreinigungen gibt, die als Kondensationskerne dienen. Die Bereitstellung solcher Kondensationskeime erleichtert künstliche Regenfälle. Ich meine damit, Chemtrails können für viele Zwecke verwendet werden. Sie können verwendet werden, um das Wetter zu verändern. In Friedenszeiten und Kriegszeiten, besonders für die Optimierung von Funkübertragungen zwischen Militärlagern. Sie können aber auch für Überhorizontalradar mit dreidimensionalen Effekten benutzt werden. Sie können auch verwendet werden, wie wir vermuten, für geheime Mind-Control-Projekte in Verbindung mit Funkwellen. Für diese Zwecke gibt es aber nicht nur die Chemtrails, es stehen dafür auch zahlreiche Patente zur Verfügung. Computer, Videos und besonders neuartige digitale TV-Bildschirme für die Übertragung von speziellen Signalen, die für geistige Manipulation geeignet sind. Die Einsatzmöglichkeiten sind klar genug, um die Ziele zu begreifen. Der Hauptzweck ist, eine Atmosphäre zu erschaffen, die auf militärische und zivile Anforderungen zugeschnitten ist, auf dem Gebiet der drahtlosen Kommunikation. Dieses Ziel ist oft mit der Manipulation von Wetter und Klima verbunden, daher auch Wetterkriegsführung. Die Kontrolle über die Wetterereignisse bedeutet die Beherrschung der Wirtschaft und die Kontrolle über die Ressourcen. Sie können die Ernte des Feindes beschädigen oder zerstören, hervorgerufen durch langanhaltende Trockenheit oder Starkregen. Bereits seit den 1960er Jahren spielen die Vereinigten Staaten und Russland mit Klima und Natur herum. Die Vereinigten Staaten verwendeten Agent Orange im Vietnamkrieg, überfluteten mit extremen Regenfällen die Start- und Landebahnen, die vom Vietcong verwendet wurden.